Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Wir sind im Wald der. Gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, wir sind im Wald. So sieht man ja. Und wir sind auch auf dem Weg zum ersten optionalen Boss, so gesehen. Wenn nichts dazwischen kommt. Ich glaube jetzt einfach mal nein. So, oh, ein Morgenstern haben wir aber, glaube ich, schon. Ja, wir haben doch schon einen Morgenstern. Den haben wir doch ganz zu Anfang gefunden. Da ist er. Morgenstern. Und ja, heißt sogar genau gleich. Warum es den hier normal gibt, verstehe ich jetzt nicht so wirklich, aber okay. Ist ja nicht mein Problem. So, hier ist noch ein Bandit. Der ist auch jetzt erstmal weg. Oh, da liegt einer. Die darf man auch nicht so unterschätzen. Die können einen schon wehtun. So, ich glaube, der Hebel hier war für eine Brücke, die wir runterlassen können. Ich guck mal kurz, ob auch alles synchron läuft, aber ja, mit der. Mit der neuen Elgato hatte ich bisher noch keine Probleme, aber es ist auch gerade mal. Oh, Hund. Die zweite richtige Aufnahme damit. Die dritte. So, das Einzige, was halt ein bisschen problematisch ist bei der Elgato, ist. Oh, da ist noch einer. Dass es sehr, sehr lange dauert, bis man es überhaupt auf seinen Desktop ziehen kann, die Videodatei. Das dauert extrem lange, wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Und das ist dann schon ein bisschen viel. Deswegen habe ich jetzt mal was an den Einstellungen geändert, an der Bildqualität. Die musste ich doch wieder ein bisschen schlechter machen. Ich hoffe aber nicht zu schlecht. Ich hoffe, dass es genau noch so gut reicht. Falls nicht, dann tut mir das leid. Aber sonst komme ich hier nicht so wirklich weiter. So, und hier ist verschlossen. Na super. Hier müssen wir erstmal einen Schlüssel finden und ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon mal suchen sollten oder erstmal den Boss machen. Ich bin erstmal für den Boss. Gehen wir jetzt mal zum optionalen Boss. So. Mit 4 Estus, ich hoffe, es werden nicht weniger. Ich steige mal lieber auf die Steine um. So, hier kommt man nämlich so rein. Zack, zack, zack. Wie auch immer er hier jetzt ist. Ist auf jeden Fall erstmal weg. Oh, Seelensperr, das ist ein neuer Zauber. Mann, immer diese scheiß X-Taste, Starttaste. Immer komme ich darauf. Ein Zauber, der Seelen in Form eines Speers abfeuert, durchbohrt Gegner und verursacht hohen Schaden. Es heißt, dieser Zauber sei von einem Meisterzauberer entwickelt worden. Doch sein Name ist lang vergessen. Vielleicht ist es ja dieser Kellene, oder wie der heißt, in der Niemandswerft. Kann sein. Oh, edler Knochenstaub war es. Das ist ja schick. Moment, jetzt haben wir. Ja, wir haben schon plus 1. Gut. Dann haben wir sogar bald plus 2, wenn wir den Boss dann mal gemacht haben. Ich hoffe mal, dass wir den beim ersten Mal schaffen. Denn schwer ist der eigentlich nicht. Nur es gibt halt ein Problem bei dem Boss. Einmal der Typ, der davor ist. Und dann noch so die Nebensache beim Boss. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit 4 Fioren schaffen. Ich glaube, ich sollte mal lieber doch bei den Stein bleibt. Habe ich überhaupt schon mal die Fiolen ausgewählt hier? Na, ich nehme mal noch einen. Ich hab's ja. Kostet nicht viel. Warum sollte ich mich jetzt hier scheuen, die zu benutzen? Dafür sind sie ja da. Ich habe auch schon wieder voll das falsche Schild. Fällt mir gerade mal wieder auf. Ist ja ein Müll, ey. Gut, nochmal einen Stein nehmen. Und dann wechsle ich mal das Schild. Ich glaube, der hatte einen sehr. Mann, ey. Ich glaube, der hatte einen sehr guten Zauber. Ja, großes Glück. Ja, toll. Aber der Turmschild ist doch ein bisschen besser. Dafür nehmen wir mal den Bogen weg. So, jetzt haben wir wieder unser schönes Schild. Und wir haben eine Stachelpeitsche.
Ah, eine Stachelpeitsche für ein paar Spielchen hier. Wo ist die denn? Da ist er. Alter Vater, ey. Die ist sogar weniger stärker als die. Das ist ja. Ah, nee, die macht noch Blutungsschaden, ganz schön krass. Ja, gut. Eine stachelbedeckte Peitsche zerfetzt die Haut und ruft Blutungen hervor. Sehr effektiv gegen ungeschützte Körperteile, aber nicht gegen gepanzerte oder anderweitig geschützte Feinde. Ja, gut. Das ist bei den Gegnern hier eigentlich relativ gut, weil die haben ja nur offene Stellen. Also keinerlei Panzerung. Da macht das schon ein bisschen Sinn, die zu benutzen, aber ich bin kein Peitschentyp. Jedenfalls nicht in Dark Souls. In sowas wie Castlevania, ja gut, da gibt's ja nichts anderes. Ach du Heilige! Warum kommen die denn alle bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum die jetzt alle gekommen sind. Normalerweise kommt immer einer. Den bekämpft man dann, dann kommt vielleicht noch ein zweiter dazu, wenn man Pech hat. Aber ein dritter oder vierter kommt eigentlich nie dazu. Ja gut, dann gehen wir halt jetzt hier so. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe auch die letzten 2 Tage oder 2,5 Tage besser gesagt auch Darksiders eher gespielt, also ein Hack and Slay, falls ihr das nicht kennt. Auch auf Platin geschafft. Und das ist ja nun ein bisschen was anderes als Dark Souls. Da kloppt man eher. Vollmondsichel. Ich drück immer auf dieselbe Taste, ey. Warum kann ich mir das nicht merken? Da ist er. Eine große Sichel mit runder Klinge. Die dünne mit Bredenstahl verstärkte Klinge eignet sich für feines Aufschlitzen. Sie verhakt sich im Fleisch und zerfetzt es dann, wodurch Blutungen hervorgerufen werden. Sie verhakt sich im Fleisch. Das hört sich sehr lecker an. Richtig schön eklig beschrieben. Zack und weg. Geborstene rote Augäpfel. Vielleicht werde ich mal so einen Online-Kampf machen, wer weiß. Aber jetzt erstmal nicht. Sondern dem schleiche ich mich mal vorbei. Hey, wir haben sogar eine Jahreszahl erzähle. Ja, komm, mach deinen Schlag, zack. Was, der lebt doch. Was? Wo kommen. Ganz ehrlich, wo kommen die jetzt denn alle wieder her? Jetzt nimm die scheiß Seen auf. Ja, klar, warum kommen die denn alle? Ey, warum hab ich immer so ein Pech? Es geht mir auf den Sack. Warum sind die Wege immer zu dem Bossen so scheiße und die Bosse immer so easy. Ja gut, das macht der. Oh, Schurkenkapuze. Ach, jetzt habe ich mal auf die Taste gedrückt. Das macht ja auch irgendwo an sich Sinn, aber trotzdem ist es nervig, wenn die zu stark sind, die Gegner, oder einfach nur unfair auf einen zurennen. So, von zur Hölle gewordenen Dieben getragene Kapuze. Die Kapuze dient in erster Linie dazu, das Gesicht des Trägers zu verbergen. Als Schutzausrüstung ist sie nicht zu gebrauchen. Nee, auf gar keinen Fall. Da hängt ja auch einer. Wusste ich noch gar nicht.
es ist so ein Scherz, ey. Dass sie mal so ein bisschen Leben noch haben. Mann, Mann, Mann. Der gerade eben auch, der eine Typ, ey. Also der Hammer, den müsste ich echt noch einmal aufwerten und dann geht's ja aber richtig los. So, du bist auch weg, ey. Den anderen werde ich gleich auch so machen. Klar könnte ich auch den Knochenstaub erstmal einsetzen, aber ich mache das mal nicht. Der kommt nicht, oder? Ne, sieht nicht so aus. Man weiß ja nie. Da, schon wieder kommen sie alle. So, ich bin ganz ruhig. Ich schaff das schon, so. Gegen 4. Ey, das ist der Wahnsinn. Und der eine sitzt da sogar noch oben drauf. Das ist übrigens den, den ich im letzten Part gemeint habe. Der kommt auch gleich runter. Ich könnte ihn zwar abschießen, aber dann bin ich wieder zu schwer. So sollte eigentlich jeder Gegner machbar sein, aber gerade eben mit der Vielzahl dann... Oh, hier sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Das gibt's doch gar nicht, warum treffe ich den ja nicht mehr? So, weg ist er. Ich kann natürlich auch warten, bis die hochkommen, aber das ist mir zu blöde. So, jetzt kommt nämlich ein Typ, der hat's ein bisschen in sich. Da ist er. Und wenn ihr euch gerade ein bisschen Schiss, weil der ist echt ein bisschen stark. Ah, gut. Ich werde ihn natürlich versuchen. Ich muss es. Alter, ey. Schnell, nimm deinen scheiß Lebensstein, jawohl. Ah, komm. Schnell in den Stein. Oh Gott. Wenn diesen Angriff macht. Moment, ich zeige euch mal welchen. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, welchen ich meine. Nee, nicht das. Nicht das. Nein. Ja, das. Da geht er mal einmal zurück. Dann kann man eigentlich mindestens einmal schlagen. Oh, scheiße. Das war jetzt knapper als knapp, ey. Hohoho. Der braucht doch noch einen einzigen Schlag, ey. Ja, weg ist er. Oh, ey. So eine Nervensäge. Wie viel Sehen hat er jetzt gegeben? Der hat nicht mal irgendeinen Gegenstand gegeben. Da werde ich jetzt noch nicht hinspringen. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Ich werde jetzt den Boss versuchen. Ist das versuchen? Ich hoffe, ich schaffe den. Weil so schwer ist der eigentlich nicht. Und der ist optional.
So, ich werde mal hier hingehen. Weil während des Bosskampfes kommen hier ein paar Skelette. Und nerven einen so ein bisschen. Da ist der Typ, der sie beherrscht. Den können wir killen, damit die Skelette auch wirklich sterben. So, ich werde die jetzt auch töten. Na komm. Oder werd einfach übertrampelt, ist auch schön. Ja, und tschüss. Er ist noch nicht ganz tot. So. Sammeln noch ein paar Gegenstände hier ein. Schwindende Seele. Gelbes Kraut. Also man muss sich eigentlich nur verstecken, die Skelette töten. Und dann einen Schalter betätigen. Oh, da ist ein Bogenschütze, okay. Oh, Kacke, es hat mich mitgerissen. Ey, wie trifft dich das Ding denn jetzt? Keine Ahnung, aber hier gibt es noch irgendwo einen Magier. Oh nein! Ah, das war dumm. Scheiße. Oh. Schnell hier hin und was saufen. Hier ist das letzte Vieh. Diese Scheißskelette wieder beschwört, ey. So, erstmal töten, genau. Nochmal Lebensstein zur Sicherheit. Der stirbt jetzt auch sofort. Oh, immer dieses bisschen. Was? Ey, so, nee. So, jetzt schnell den Hebel ziehen. Verstecken und jetzt rast er durch. Und dann müssen wir gegen die Pferde kämpfen. Ja, die sind ganz schön stark. Das bringt einfach nichts. Schnell. Oh, da kann er auch austreten. Ja, macht Sinn. Das ist ein Pferd, ne? Okay. Oh Scheiße, ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, was macht er denn jetzt? Okay.
Okay, er ist tot. So, Spinne Seele, ihr habt gesiegt. Wie viel Seelen kriege ich? 22.800. Und natürlich die Seele des Henkers war, des Henkerswagen. Oh, hier lebt sogar noch ein Skelett. Ja, dann werde ich jetzt mal die ganzen Sachen einsammeln und die ganzen Skelette noch killen. Ach so, hier geht's ja nicht weiter, ja gut. So. Nächster Boss geschafft. Okay, das ist ja auch eine sehr lustige Sterbe-Posi. Mit zwei erhobenen Schwertern. Hier müsste es auch die Arena geben, wo man Online-Kämpfe bestreiten kann. Ach, hier ist der Henkers-Fritzi, dass der sofort gestorben ist. Seine Sense ist aber irgendwie cool. Schade, dass der nicht noch irgendwie mitgekämpft hat. Finde ich wirklich ein bisschen doof. Aber mich stört es jetzt nicht so sehr. Nein, ich wollte den Gegenstand haben. So, das heißt jetzt erstmal schön wieder leveln gehen. Oder ein paar Steine wieder mehr kaufen. Aber kostet ja keine 55.000 zum Glück. So, hier könnten wir nämlich jetzt irgendwie was darbieten. Und hier ist auch irgendwie irgendein Horrorkind, keine Ahnung. Hier kann man, glaube ich, auch irgendwas machen. Hier wurde mal gesagt, hinten ist irgendwas. Oh, hier ist sogar was. Na gut, zwei Augäpfel. Aber sonst ist hier leider nichts. Schade, schade. So, wir reden mal mit dem Kind. Ist doch bestimmt ein Kind. Was ist es? Oh. You trot long home. This place won't be any fun. Not for you. Okay. What is it? Oh. Ja gut, wahrscheinlich fehlt uns hier irgendwas für. Vielleicht sollen wir irgendwie schon irgendwelche Augäpfel gegessen haben. Ich habe keine Ahnung. So, die Hölle der Untoten ist das. Haben wir gemacht. Und dann kommt der richtige Boss. In der nächsten Folge wahrscheinlich. Doch, kann ganz gut hinkommen. So, erstmal Steine holen. You? 57 könnte ich mir, ja gut. Nee, ich hol mir mal 30 reichen wieder. Ja, komm, 9010. Reicht vollkommen. So, und der Rest geht in mein Level. Oh, was ist der denn hier? Alter, was ist das denn für eine Waffe? Das sieht nach einer Bosswaffe aus. 4 Level, okay. 2 hier, 2 hier. Obwohl, nee, 2 hier lieber. Ein bisschen mehr Leben. Aber auch mehr Belastung, gerade das ist wichtig, weil dann können wir nämlich unseren Bogen jetzt auch einfach mal so im Inventar haben, ohne dass wir irgendwie, ja, ohne dass wir zu schwer sind. Da müssen wir nicht immer gleich ins Inventar gehen und, ja, Schnellauswahl ist doch die beste Wahl. So. Ein Pharos Wahrheitsverkünder habe ich noch. Ich glaube, ich habe überall bisher welche eingesetzt. Außer hier die Lampe. Aber die brauche ich ja nicht einsetzen, da sind wir jetzt schon fertig. Hm. Ne, ich glaube, wir waren dann überall. Da würde ich sogar schon sagen, dass jetzt die Folge vorbei ist. Und in der nächsten werden wir den Schlüssel suchen. Und dann mal schauen, ob wir zum nächsten Boss schon kommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht stellen wir uns auch dumm an und dann kommen wir da nicht hin. Also, sonst dann bis zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.